Zurzeit geht es um das Einleimen der Korkstreifen, damit die Gleise dann fest verlegt werden können. Jetzt dieses große Teil hier. Was da jetzt drauf muss, ist halt Gewicht. Und während das jetzt versucht zu trocknen, versuche ich am anderen Ende der Welt noch etwas zu reißen. Denn hier hinten bin ich ja gerade mal so weit, dass die Sache bis hierhin verschraubt und bis hierhin verklebt ist. Das muss ja noch ein bisschen weiter gehen. Und ich war mir noch nicht mal so ganz darüber einig mit mir selber, wie. Auf jeden Fall muss hier ein halbes Gleisstück rein. Oh, ich hatte da sogar ein ganzes vorgesehen.
Und dann möchte ich hier ja einen Gleisanschluss verlegen. Jetzt kann ich erst einmal diese Kurve schon etwas festmachen. Für eine Gerade brauche ich jetzt den Kork. Kann ich schon mal vorsichtig ein bisschen Gewicht drauf machen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, an welcher Stelle möchte ich wohl die Weiche einfügen und was für eine Weiche. Ich bin hier gerade auf der Suche nach einem passenden Stück. Ich bin dabei auf die hier getroffen. Das ist eine sogenannte denkende Weiche. Das heißt, irgendwo hier drin sitzen oder saßen so Klammern. Die dafür gesorgt haben, dass eine Stromversorgung da ist. Das kann ich aber alles nachträglich noch wieder einsetzen. Da kam mir der Abpfiff eigentlich viel zu früh, ich hätte noch was vorgehabt.